die einzelnen Phasen im Leben bauen, jedenfalls bei mir, ja aufeinander auf. Also ich habe immer irgendwas gelernt mit dem, was ich jeweils getan habe, was mir dann im nächsten Schritt genützt hat. Also meine Kenntnisse aus dem Studium und aus der Musik haben mir dann geholfen, in meinen paar Jahren beim Fernsehen in erster Linie tontechnisch, aber auch, gut, das lässt sich nie trennen als Kameraassistent, aber in erster Linie eben um auch etwas komplexere Tonaufnahmen zu machen, vor allen Dingen auch, wenn man dann mit wenig Ausrüstung in andere Gegenden der Erde fährt und dort trotzdem irgendwas herstellen muss, was sich gut anhört. Also beispielsweise, wir waren im Rahmen des Kulturabkommens, das Deutschland mit der Sowjetunion damals ja noch geschlossen hat, in der Delegation von Helmut Kohl in Moskau und haben da unter anderem dort Künstler fürs deutsche Fernsehen, für den Kulturweltspiegel interviewt. Den Film hat der Christoph Böckel gemacht und Kamera der Wojtek Sperl und ich war für den Ton zuständig. Und das heißt aber in dem Fall halt, da sind dann junge oder auch nicht mehr ganz junge Musiker, die zu mehreren in einer Kommunalwohnung wohnen und dort ein Konzert geben. So. Und jetzt hat man halt nicht einen kompletten Aufnahmewagen dabei, logischerweise bei sowas, sondern muss dann halt schauen, dass man diese, was war das, ein Schlagzeug, Saxophon, glaube ich, war es, verschiedenste, ein Cello oder sowas, verschiedenste Instrumente mit dem Minimalequipment so aufzunehmen, dass es sich gut anhört. Ja. Und das konnte ich halt, weil ich sehr viel schon wusste, wie Studiobetrieb funktioniert, was Mikrofone können, was sie nicht können. Das hatte ich halt vorher gelernt, in der Karriere davor. Und dann, oder noch anders gesagt, ich hatte Hören gelernt. Ganz wichtig, ich hatte Hören gelernt. Und dann eben eine Entscheidung zu treffen, wie ich etwas höre und wie ich überhaupt etwas wahrnehme, dann umsetze mit dem technischen Equipment, aber nicht, ich nehme das, weil man das so macht. Ja, ich nehme nicht dieses Mikrofon, weil mit einem anderen, das haben wir schon immer mit dem Mikrofon gemacht, sondern das muss halt dann in das Konzept entsteht aus dem Sachverhalt heraus, den man sozusagen abbilden will und der bestimmt, was man hat und von dem, was man dann, wenn es nicht viel ist, muss man das so geschickt kombinieren, dass es trotzdem Sinn macht. Also so viel zu dieser Lebensphilosophie, aus den Dingen zu lernen, die man dann später wieder anderweitig gebrauchen kann. Genauso wie ich halt dann eben über die, war ja sehr viel Kulturberichterstattung, die wir da gemacht haben, und man kommt halt da mit Künstlern wirklich aller Art in Verbindung und das wiederum bleibt ja dann auch wieder hängen. Also man muss ja dann selber kein Künstler in dem Sinne sein, wenn man mit Malern und Schauspielern und ganze Theaterstücke aufzeichnet und so. Also es wirkt dann wieder zurück. Und das hat mir dann nachher wieder geholfen, als ich dann eben in dieses Theater, in das damals noch Neues Theater hieß, eingestiegen bin. Das war dann so Mitte der 90er Jahre schon. Vorher, wie gesagt, ein paar Jahre Fernsehen und danach dann eben 22 Jahre das iCamp, das ich dann so umgetauft habe, weil Neues Theater kam mir ein bisschen zu altmodisch vor für ein Theater, das sich eigentlich eher, experimentell und forschend begriffen hat, vor allen Dingen, weil wir ja nicht dazu da waren, selber uns völlig auszutoben, sondern es sollte eine Plattform sein für andere, die in München und auch im Umkreis von München
experimentellere Formen betreiben oder auch noch suchen. Und das war halt kulturpolitisch damals gewollt. In den frühen 90er Jahren ist das entstanden, die Idee, und hat dann ja auch bis 2015 gehalten. Danach wurde dann der Druck innerhalb der Stadt so groß, und da sind wir jetzt wieder in der Aktualität. Was verstehen wir eigentlich unter Avantgarde oder was verstehen wir unter experimentell? Und was ist ein freier Künstler? Naja, jeder Künstler, der keinen festen Vertrag hat und trotzdem von irgendwas leben muss, ist ein freier Künstler. Nur es gibt halt einen Unterschied, ob man von der Theaterakademie kommt und da sozusagen geschult wird, um letztendlich dann den Ersatzbedarf für Bühne und Fernsehen zu befriedigen für die nächsten Jahre. Das ist eine andere Art, als freier unterwegs zu sein, als tatsächlich als eigenständiger Produzentenkünstler unterwegs zu sein, der oder die jede Äußerung vorher mit anderen zusammen überhaupt erst sich erarbeiten muss und nicht bloß, wie lege ich diese Rolle an und wie spiele ich das. Also feine Unterschiede. Und da wird heutzutage sehr viel, was Freiräume und freies Produzieren angeht, missverstanden immer noch und wieder. Da waren wir, glaube ich, mal weiter. Aber jetzt versucht, diesen Bogen ein bisschen knapper zu fassen, weil was kann man machen? Alles. Im Grunde genommen kann man alles machen. Man muss es nur wollen und man muss die tieferen Konzepte dafür auch irgendwann mal verstanden haben. Wenn man natürlich dann sagt, aber eigentlich wollen wir ja doch wieder nur eine Blackbox haben, in der Leute in Reih und Glied sitzen und sich was angucken, was auf einer Bühne stattfindet, da bin ich nicht der Richtige dafür. Deswegen sind wir dann schon beim nächsten Punkt vielleicht, der wichtig ist, dass mein Leben lang immer viel wichtiger war, was soll ausgedrückt werden, was soll es auch mit den Menschen um dich herum bewirken und wie soll es die mit einbeziehen, wenn es möglich ist. Der Trend ist ja heutzutage dann schon wieder eher, dass der Zuschauer, Zuhörer, das Gendern spare ich mir jetzt, eigentlich Konsument sein soll. Letztendlich Konsument und nicht in einer offenen Situation auch selber beteiligt wird. Das kommt dann gerne der Vorwurf, ja, magst du sowas wie Mitmachtheater? Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, weswegen ich dann auch mit diesen performativen Geschichten in geschlossenen Räumen, wo man hingehen muss, um überhaupt das mitzubekommen, was da passiert, irgendwann auch versucht habe, weitestgehend aufzugeben für mich, sondern die Intervention, nenne ich das dann vielleicht am besten, die findet dadurch statt, dass es jederzeit und überall stattfinden kann. Also Stichwort öffentlicher Raum und Stichwort, ich bin in dem Moment, wo ich mich irgendwo befinde, jederzeit auch ein Performer. Auch wenn ich das jetzt nicht nach außen trage, aber der Performer, der ist nicht der Pausenclown und der muss nicht laut schreien und sagen, hier, hallo, ich bin der Performer. Sondern er performt, wenn er das Bewusstsein einmal hat, was vielleicht auch mit dem Leben davor zu tun hat, welche Rolle er in der Welt spielt, dann performst du jederzeit immer mehr oder weniger stark.